Bärchens und... Ah, Klingelingeling erstmal. Kirmes im Kopf ist das Wichtigste und deswegen warme Sansa. Ja, warme Sansa. Ja, was soll ich sagen? Erstmal muss ich mich bei der Band jetzt erstmal entschuldigen, ne? Weil es ist etwas Zeit ins Land gestrichen. Und um genau diese Band geht es nämlich heute, um die Band Zeit und deren Album Ohnmacht. Dieses erschien schon 23, also 2023, nicht 1923, also ne, nicht 100 vor 100 Jahren, sondern letztes Jahr. Und irgendwie bin ich da gar nicht zugekommen. Die hatten mich gebeten, da mal so ein Review zu machen. Und da ich das, glaube ich, 21 habe ich schon mal irgendwas mit denen gemacht oder von denen gemacht. Und deswegen hören wir heute mal in Ohnmacht rein. Sind, glaube ich, ich habe es mir hier irgendwo notiert, acht Titel drauf. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ist ja wieder nicht durchgezählt. Und was direkt auffällt, ne, die haben den Albumtitel Ohnmacht gewählt. Und jeder einzelne Titel hat auch immer nur so ein Wort. Und ist auf Deutsch. Der erste Titel, oder was ich hier habe, ist das der erste? Ja, der heißt Strand. Ja, mal gucken, ob hier ein bisschen Strandfeeling aufkommt. Glaube ich aber nicht, weil die so Black-Sludging-Kram machen. Ich würde gerne was hochhalten, aber irgendwie habe ich die CD verbummelt. Deswegen machen wir das jetzt hier über Bandcamp. Ja, der hat wenig mit Strand zu tun, Jungs. Aber jetzt mal im Ernst, ne? Ist halt ja, Black Metallisch. Richtig schön, so trümmeriger Black Metal. Gibt es übrigens auch, kann man hier sehen, auf LP. Ich lese das hier einfach mal vor. Ne? Die LP kostet 20 Mark und inkludiert Lyric Sheet, P-Slave, Sticker Set und ist handnummeriert. Ja, Black Metal, was soll ich sagen? Lassen wir erstmal wirken und mal Pingelingeling. Ne? Mal, da die ja auch auf Deutsch singen, ne, also deutsche Titel haben, werden die wohl auch auf Deutsch singen. Verstehe leider nichts, da bräuchte ich jetzt ein Lyric Sheet für, ne? Habe ich aber leider nicht. Aber da kommt auch so ein bisschen Ohnmacht, das verstehe ich. Ohnmacht. Oder heißt das jetzt Ohnmacht? Haben die auch einen Titel? Der muss ja auch da drauf sein. Nee, die Platte heißt Ohnmacht. Aber es gibt keinen Song da drauf, der Ohnmacht heißt. Ja, was soll ich sagen? Das ist halt Black Metal, ne? Sie selber beschreiben es als Black Sludge and everything in between. Ich warte noch auf den Sludge, ganz ehrlich gesagt, ne? Also auf jeden Fall ordentlich rumpelig, so wie ich das mag. Und wenn wir jetzt mal Cover-Analyse machen, haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Wenn wir mal hier das Cover einblenden, haben wir so eine schöne, ja, Pferdewiese, ne? Passt dann ja eigentlich auch nicht. Ist so ein bisschen... So wie die Jungs von Depression, die machen das auch immer ganz gerne. Die machen ja eigentlich Grindcore, aber dann haben die irgendwie so alte Ölgemälde da drauf, irgendwie was Oma bei sich im Wohnzimmer hat, gehängen gehabt hat. Ne? Machen wir einfach weiter hier. Was kommt denn jetzt? Stein. Aha. Und jetzt wird's slutschiger, meine lieben Damen und Herren, Freunde der Braukunst. Und die es noch werden wollen, dann müssen wir gleich mal wieder zur Flasche greifen. Pingelingelingeling. Übrigens aus dem schönen Leipzig und ja, geil, Tom Warrior Schrei erstmal richtig rein da in die Fresse. Ja, und jetzt ist das so, dieser Mittempo, damit holt man mich ja ab. Und dieses Gehacke, da bin ich immer so ein bisschen, ja, wenn Gehacke mit so fragilen Melodien drüber, dann finde ich das schon wieder irgendwie geil, aber das eben war ja eigentlich nur Gehacke. Ne? Jetzt ist schön so ein treibendes Ding. Aber so slutschig finde ich das nicht. Aber die nennen es ja auch Black Sludge, ne? Also, wahrscheinlich, weil es Black Metal-mäßig angehaucht ist von der ganzen Herangehensweise. Slutschig von der Geschwindigkeit. Würde ich jetzt mal so behaupten. So haben wir Stein. Machen wir den nächsten hier, der heißt Nacht. Ja. Oh, Kuhglocke. You can never get enough Kuhglocke. Ne? Ist ein wichtiger Spruch. Ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat. Ich glaube, es war der Corporal Cool, der gesagt hat, irgendwie, we need more Kuhglocke. Hatten wir dann ja auch auf unseren Fickerplatten des Öfteren mal dabei. Ja, und das ist jetzt eher so Black Punk. Punk and Roll. Oh. Aber warum nicht? Das finde ich bis jetzt am geilsten, weil das ist auch so richtig schön.
ja, so assig eben, ne? So ein bisschen Devil's Hour mäßig drin, die ja auch schon mal hier zugegen waren. Ja, es ist schön, schön Punk'n'Roll. Die Produktion könnte ein bisschen dicker sein, aber, Black Metal wurde ja als Gegenbewegung zum fett produzierten Death Metal ins Leben gerufen, ne? Weil die alle gesagt haben, fuck off, Death Metal, ey, das sind nur so Poser, wir wollen richtig eklig sein. Ich habe letztens noch ein Interview gelesen, ein altes Darkthrone-Interview im Rockhard von 93, wo hier der Ted da irgendwie die ganze Zeit nur sagt, das interessiert mich nicht und verpiss dich und alle sollen sterben und mir ist das egal und ich hasse die Szene und ich will alleine in meinem Wald leben und so weiter. Großartig, legendäres Interview. Und irgendwie erinnert mich der Sound an diese Aussagen, wisst ihr? So dieses, geht mal alle weg, lass uns alleine, ich will im Wald leben, Nachtstein. Am Strand, das passt jetzt nicht so, weil am Strand möchte man dabei nicht leben. Eher so unterm Stein in der Nacht im Wald. Aber komm, irgendein Song heißt doch bestimmt auch Wald, ne? Nee. Schatten und Regen gibt's noch. Aber machen wir den nächsten hier an. Takt. Da bin ich mal gespannt, was das für ein Takt sein mag. So, Auftakt mit den, ja, so ein Viervierteltakt, ne, ist das, meine ich, mit meinem gefährlichen musikalischen Halbwissen, sag ich das jetzt mal. Ja, aber es ist auch so ein bisschen, fast schon wie so Power-Metallisch irgendwie. Also, was man denen auf jeden Fall nicht ankreiden kann, ist, dass sie irgendwie das alles gleich klingt. Ne? Also, da entdeckt man immer was Neues. Jetzt wird wieder gehackt. Nö, wir haben ja auch nie Zeit. Machen wir hier Kette. Oh, Kette. Ich und meine Kettenphobie. Oi. Da muss ich mich jetzt durchquälen, aber ich trinke mir noch ein bisschen Mut ab. Ne? Also, hier kriegen wir hin. Ach, schöner Bassauftakt. Auch so wie so eine 70er, 80er, so eine 80er Punkband. Ne? So eine Deutsch-Punkband. So, und jetzt hier Solo irgendwas rein. Ja, ich finde es weniger Black Sludgy, ich finde es eher so Punk, also Black Punk, so Speed Black Punk Power Shit, irgendwas. Ist aber auf jeden Fall okay. Wie gesagt, gibt es auf Platte, habe ich leider nicht auf Platte gekriegt. Die CD ist irgendwann abhanden gekommen, es tut mir auch sehr, 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 sehr leid. Aber CDs sind bei mir ja eh Perlen vor die Säue. Ne? Da macht, wie heißt es nochmal, da gräbt das Huhn ja keinen Knochen aus oder irgendwie so, keine Ahnung. Beißt sich die Katze nicht in den Schwanz. Deswegen reicht auch, also wenn ihr vorhabt, mir eine CD zu schicken, lasst es lieber bleiben. Dann schickt mir irgendwie Download-Link, WeTransfer oder irgendeinen Kack. Dann höre ich mir das hier über meine Super Turbo Logitech-Boxen an. Die ich auch schon ganz lange habe. An meinem neuen Rechner möchte ich mal dazu sagen. Ja, letztens ging der Rechner kaputt, das war eine große Schlimmigkeit. Und jetzt habe ich einen neuen und der rendert viermal schneller als der alte. Also Glück im Unglück sozusagen, ne? Ja, ja auch. Schöner Neckbreaker. Die spielen noch live. Ja, ist jetzt alles schon vorbei. Ne, 8. Juni in Gützkow. Wahrscheinlich auch im Osten. Gützkow hört sich so ostdeutsch an. Na gut, weiter geht's hier. Schatten. Also so richtig rumpeliges Schlagzeug, ey. Wie auf so einem Kiesbett aufgenommen. Finde ich aber irgendwie, also je länger ich den Sound höre, desto geiler finde ich den, weil der halt richtig schön geil rotzig ist. Rostig wollte ich jetzt schon sagen. Oh, rostig passt ja auch ein bisschen da rein, ne? Ja, das ist richtig grobes Fressengeprügel. Aber wir müssen ja die Höhle, die Stimme braucht ja immer Höhle, ne? Hören wir nochmal genauer hin. Ja, ist angehöhlt, aber hätte noch ein bisschen mehr Hall drüber gekonnt. Aber das ist immer ein persönliches Empfinden, ne? Ihr kennt mich ja. Bei mir muss das immer klingen wie, weil nicht, weil, wie hieß der Drache aus Herr der Ringe da, hier in der Goldhöhle da, wie auch immer. Weiter geht's. So, hier, Regen. Boah, da war aber ein schwacher Rülpser. Da war so, nur so ein Pfff. Regen hätte ich mit so einem Regenrohr angefangen. Kennt ihr noch von früher? Das war mal eine ganze Zeit lang total innen. Stand bei jedem Punker irgendwo in der Ecke rum. So ein Bambusrohr mit so, ich glaube, Kürbiskerne sind da drin. Und wenn man das so schüttet, dann macht das immer so Riesel. Hatten früher alle bei mir in der Ecke. Und dann haben die da immer
ja, so Dinge gemacht. Ich habe lieber Bier getrunken. Ding. Ja, Zeit. Hatte ich mal Zeit, jetzt das zu reviewen. Machen wir mal nächste Wellen hier und dann kommen wir mal auch zum Abschluss. Ist schon wieder viel zu viel Bier die Ruhe runtergeflossen. Ja, jetzt haben wir hier so einen schönen... Ja, so einen schönen... Shit, ey. Yeah. Ach, guck mal. Auf Bandcamp geben auch Leute ihre Kommentare zum Besten. Da schreibt zum Beispiel jemand: Second Thought, by First, this is great, Uptempo Sludge Punk. Ja, bitte. Sludge Punk, das ist so Black Sludge Punk. Ich würde noch das Black davor nehmen, weil die Stimme ist eindeutig Black Metal mäßig. Schreibt noch irgendwer was, was Deutsches. Because it's großartig, Lieblingstitel Kette. Ketten. Naja, ich finde es auf jeden Fall sehr abwechslungsreich, wenn ihr so eine Mischung aus hier Black, Sludge, Punk, Doom, Power, Shit, irgendwas haben wollt, dann gebt euch vielleicht mal Zeit, Ohnmacht. Wie gesagt, das digitale Album jetzt hier kostet 5 Euro, die Platte kostet 20 und wenn ihr Ohnmacht, Vinyl, Shirt, Toteback, also so eine Baumwolltasche, im Bundle haben wollt, bezahlt ihr 42. Ja, kann man mal machen. In diesem Sinne sage ich nochmal Pingelingeling, Jungs. Und da wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr es seht. Ihr könnt jetzt was? Richtig, Band supporten, rausgehen in den Regen, Nebel, die Kette schwingen lassen und abschalten. Ne? Abschalten, 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 abschalten.